Hallo Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich bin nicht schuld an diesem Video, ist nicht mir ganz allein eingefallen, sondern die Ehre gebührt dem, ich hoffe ich spreche es richtig aus, dem guten Dix. Hör mal. Ne, er hat nämlich bei einem Video Star Wars, Alter, wie komme ich auf Star Wars? Star Wars Squadrons. Ja moin, ey. Vielleicht haben die einen oder anderen auch das Video gesehen, ne, von mir und, ja, da hat er kommentiert unter dem Video und gefragt, ob ich da eine Erklärung machen kann, in Form natürlich eines Videos, wie die Tastenbelegung ist, ne, mit dem Joystick Thrustmaster T-Flight Hotas 4, bei mir jedenfalls, ich glaube, er meint ja das X, ich habe mal auch geguckt von den Bildern und so, die sehen sehr ähnlich aus, vielleicht sind die ja auch gleich, mal schauen, ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall von meinem Wissen so viel berichten, wie es nur geht und das erklären, wo die Tastenbelegung ist. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch sehr gut. Vor allem, weil man ja auch die Brille auf hat, ne? Die VR-Brille im besten Fall. Und das Problem ist an der Stelle, was man logischerweise auch sehr gut, wenn man auch nicht mal ein Detective ist, herausziehen kann, dass man mit der Brille, die man auf hat, die Tasten nicht sehen kann. Und das kann ein bei den einen oder anderen auch ein Riesenproblem darstellen, weil da so viele Knöpfe dran sind und du weißt einfach nicht, du siehst sie nicht und weißt nicht, wo was ist, ne, und wo der nächste Knopf ist. Ich hab's geschafft, mir das irgendwie selbst einzubringen, auch ohne irgendwo gucken, Tastenbelegung, und hab's irgendwann rausgekriegt und hab alles machen können. Aber ich werde es hier an der Stelle für euch mal erklären und mal zeigen, in Form auch von Beispielen und alles. Ich hoffe, das Video wird euch helfen und, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns und starten durch, hör mal. So, und da sind wir auch schon. Ja, fangen wir mit der Kleinigkeit an schon mal, die vielleicht eigentlich auch schon selbstverständlich ist, aber ich erkläre es trotzdem. Fangen wir an hier mit, unten ist ja klar, diese PlayStation-Taste. Klar, Start ist auch noch, denn da drunter, auf der rechten Seite, was auch man meist braucht, wenn man im Cockpit ist und es hat sich verrutscht irgendwie, die Sicht, den kann man gedrückt halten, die Start-Taste, wie immer, wie man es kennt bei VR. Und es rückt wieder in die richtige Position. Daneben natürlich Select. Hinten gerade diese zwei großen Dinger da. Ja, oder dieses große Teil da. Ich weiß nicht, wie ich es benennen soll. Das ist, wie ihr sehen könnt, wieder oben rechts. Also es wird nicht groß gebraucht. Jetzt muss ich gerade ein Update runterladen, deshalb. Damit könnt ihr höchstens mal irgendwo da durchswitchen bei diesen Angeboten oder sowas. Das hat keine große Sache mitten im Spiel drinne. Ja, das fand ich auch so ein bisschen schade. Ich hätte gerne auch gewollt, dass es vielleicht ein paar mehr Funktionen hätte mittendrin. Aber nee, das ist höchstens fürs Menü, so irgendwas. Ne, für Kleinigkeiten, nichts Besonderes. Man muss halt, wichtig ist auch, dass man die Tasten probiert, sich auch trotzdem im Kopf, gerade bei VR-Brille, im Kopf zu behalten. Gerade mit dem Finger, wo muss ich mit hinrutschen, ja, wo ist die größere Taste. Diese Formen sind ja manchmal größer, wie R2 ist größer die Form als von L2 darunter. Die ist kleiner, dadurch kann man sich das gut merken. Und die ist halt sowas wie für bereit und alle da gedacht, ja. So, alles klar, da sind wir, ne, Freunde. Oh, guck mal, die Aussicht, ey. Oh, die Aussicht hier. Oh, 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 oh. Ui, guck mal, Memo. Hammer. Der Schubregler sehen wir auch hier mit der linken Hand. Ne, kann nach vorne, nach hinten, rastet in der Mitte auch ein, ja. Kann auch in der Mitte einrasten. Und das ist halt der Schubregler. Ne? So. An der nächsten Stelle haben wir hier unsere Energie. Man muss man schon einfach machen, es macht so Spaß trotzdem. Hier haben wir unsere Energie, ja, die wir verteilen können. Ihr seht hier gerade bei diesem Schiff hier, ihr seht da links das Blaue, in der Mitte das Rote, rechts das Grüne, ja. Das ist unsere Energie. Die können wir mit dieser bestimmten Taste kontrollieren oder navigieren, besser gesagt. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ist halt so eine Taste, so die geht spitz nach oben. Die können wir nicht drücken, sondern die kann man nach links, rechts, nach oben und nach unten drücken. Und zwar stellen wir genau mit dieser Taste die Verteilung der Energie ein. Nach links ist für Schub, ja, dass wir alles auf Schub konzentriert ist. Also wenn alles auf normal ist und wir machen... Genau! Jo. Und ja, wir geben Vollgas.
dann ist das unser Tempo. Wenn wir jetzt aber die gesamte Energie mit dieser Taste auf Schub konzentrieren, auf das Blaue, wird wir noch schneller. Ja. Das ist auch immer wichtig, diese Verteilung mitten im Multiplayer-Game, auch gegen andere Spieler, dass man genau taktisch seine Energie jeweils entweder auf dieses Schub mal, wenn man schnell weg muss, das darauf verteilt. Machen wir wieder auf normal, sind wir wieder einen Tick langsamer. Und dann können wir wieder auf Schub verteilen, die ganze Energie, sind wir wieder ein bisschen schneller, ja. Und da wir eh schon beim Thema schneller sind, auch gerade durch dieses Verteilen auf Blau, ja, auf die ganze Konzentration, die Energie auf Schub, sammelt sich hier links, wie ihr sehen könnt, diese ganzen Balken, 1, 2, 3, 4, 5 Balken haben wir voll. Das ist unser Extraschub, ja. Den setzen wir mit Dreieck ein. Links an unserem Schubregler unten ist Dreieck. Und mit der Taste kriegen wir nochmal einen extra High Boost. Ja. Man kann auch nochmal drücken, um den abzubrechen. Ja. Den kann man ja nochmal sammeln. Warte, ich glaube, wenn wir normal haben, lädt es sich nicht auf. Nee, im Gegenteil. Es geht sogar runter. Also das heißt, um diesen Schub zu haben, müsst ihr die gesamte Energie auf Schub konzentrieren. Damit sich, wie ihr jetzt sehen könnt, der Boost auflädt. Ja. Komplett. Das ist dieser Boost, der sich auflädt. Den ihr dann in Notfallsituationen, wenn ihr schnell irgendwo weg müsst oder irgendwo hin müsst, drücken könnt auf Dreieck. Und nochmal einen richtigen Boost habt. Ja? So lange, bis die Balken leer sind natürlich. Alter. Und dann einfach wieder weiter konzentriert auf Schub lassen, damit sich es weiter wieder auflädt. Und wie gesagt, wenn man es wegnimmt, geht es auch wieder zurück. Ja? Also das ist extra für den Boost spezialisiert. So, dann haben wir natürlich zum Schießen, ist ja klar, hinten mit dem Finger, ne, können wir mit, das ist sogar R1, als R1 gekennzeichnet, aber man fühlt es ja auch, dass es die Laserkanone ist, ja, mit der man schießt. Und da haben wir auch natürlich die Wahl, da wir dauernd mit der einen Taste, mit der Spitzentaste, die Energie verteilen können. Können wir es auch in die Mitte auf Rot bzw. auf Laser komplett konzentrieren. Ihr seht da drüber die Leiste, die rote, die lädt sich gerade auf. Das bedeutet, wir machen auch, glaube ich, sogar noch extra Schaden. Und ja, haben einfach mehr Kraft, mehr Power in dem Laser. Und ich glaube auch mehr Schüsse frei. Ja. Ihr seht, es wird leerer. Und das ist halt, wenn ihr, würde ich jetzt einfach mal sagen, taktisch gesehen, wenn ihr jemanden folgt und ihr merkt, ah gut, ich brauche jetzt nicht übertrieben schnell sein, dass ich jetzt alles hier auf Schub machen muss, kann man alles auf Laser konzentrieren, dass man den größtmöglichen Schaden macht. Und je nachdem, wie voll die Leiste aufgefüllt ist oben, wie ihr seht, die Linie, umso mehr Schaden könnt ihr dann auch verteilen, ne? Und ja, könnt das Schiff deutlich schneller und besser zerstören, ne? Bam, 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 bam. Wenn ihr die Taste, diese spitze Taste für den Schubregler, tut mir leid, für die Kraftverteilung, ja, Energieverteilung, einfach nach unten drückt die Taste, denn ist alles immer auf Mittel, ja, immer alles auf Standard, also Schub, Laser und rechts Schutzschild sind dann immer ausgeglichen, ausgewogen, in der Mitte verteilt, also im Normalstatus, ja, sage ich mal, im Normalstatus. Ist dann alles ausgeglichen. Ja. Ihr seht ja auch hier, wenn wir Schub machen, Laser zum Beispiel ist jetzt schwächer dadurch, ja. Also wenn ihr jetzt in diesem Schubmodus schießt, macht ihr natürlich auch viel weniger Schaden. Ja. Als wenn ihr alles auf Laser raufhaut. Wisst ihr Bescheid. Dann haben wir noch hier, wie ich gesagt habe, grün rechts. Die grüne Reihe. Soweit ich jetzt weiß, ist das natürlich, also das ist mir schon klar, ist für Schild. Wenn wir das jetzt komplett darauf auflasten wären, ist unser Schild voll aufgeladen. Also, da war ich manchmal auch noch nicht 100%, habe ich da noch nicht durchgeschaut gehabt. Aber ich glaube, dass der jetzt halt in dem Moment aktiv ist, wenn wir den gerade einschalten. Also, wenn uns denn jemand trifft, sind wir wohl gerade in dem Moment dann geschützt, wenn wir Schild eingeschaltet haben. So habe ich das auch verstanden gehabt für mich.
das für mich halt in der Situation immer so war, wenn ich, sobald ich angegriffen werde, mache ich zur Not auch einfach Schild aktivieren und dann sind wir, glaube ich, mehr geschützter, ja. So, wir gehen auch noch dann jetzt mal weiter mit der Taste R2, ne, am Schubregler. Die können wir gedrückt halten, dann können wir auch, womit wir auch die Energie steuern, ja, mit dieser Spitzentaste, können wir damit auswählen, was wir sagen wollen zum Teammitglied. Hier Kampfschrei zum Beispiel mache ich auch gerne und da so die ganzen Sachen kann man damit auswählen. Einfach alles dann wieder loslassen, wenn man es ausgewählt hat. Und dann kann man halt so Sachen sagen, was die anderen Spieler dann auch so hören, ne? Wenn jemand auch irgendwas sagt, oder zum Beispiel da greift das Ziel an, dann kann man die R2-Taste doppelt drücken und dann bestätigt man sozusagen, dass man genau dieses Ziel verstanden hat und das Ziel auch angreifen wird. Und dann sagt man auch in diesem Moment dort, dein Charakter sagt dann auch, ja, okay, alles klar, mache ich und so, ja. So eine Sachen. L2 darunter im Spiel selber, glaube ich, habe ich jetzt auch noch gar nicht herausgefunden, dass das irgendwas macht im Kampf. Ja. So, und dann kommen wir zu den letzten Tasten am Schubregler. Und zwar fangen wir an mit Viereck. Ja, oben. Viereck ist oben. Und mit der Taste habe ich ja auch erst später herausgefunden für mich selber, kann man, so bin ich der Meinung, ist das für das Schutzschild gedacht. Ihr könnt einstellen, wenn ihr Viereck gedrückt haltet, ob ihr das Schutzschild komplett für vorne ausrüstet oder hinten hackt. Das bedeutet, wenn euch jemand angreift von hinten, könnt ihr das Schild komplett auf hinten konzentrieren, aufs Heck. Geht ihr nach vorne, greift ein Kampfschiff an, das große, da werdet ihr ja normalerweise beschossen, konzentriert ihr das Schutzschild komplett auf vorn, auf das Bug. So ist das Schutzschild dann komplett auf vorne konzentriert. Dann dürft ihr natürlich nicht von hinten angegriffen werden, weil ihr hinten sozusagen quasi dann gar kein Schutzschild mehr habt. Aber das habe ich auch später erst herausgefunden. Kann man auch auf hinten konzentrieren. Jetzt checke ich es erst gerade, dass hier rechts, das zeigt auch an, wo unser Schutzschild aktiv ist, offenbar. Alles auch vorne, seht ihr hier, steht auch dran mit dem Pfeil. Hier nach hinten. Und rechts seht ihr auch dieser Halbkreis in grün. Ne? Der zeigt an, dass wir jetzt gerade hinten geschützt sind, nur komplett. Und so mit diesem grün, mit der grünen Energie, komplett ausgestattet, seht ihr mit einem Kreis, dass wir gerade vollkommen geschützt sind. Was aber natürlich auch zerstört werden kann. Ja, habe ich später auch wirklich erst selber herausgefunden, dass man das alles darauf konzentrieren kann. Ja, Viereck gedrückt halten, wie gesagt, mit der Spitzentaste auswählen. Stellt euch vor, da ist ein Kampfschiff, ein großes. Ihr fliegt drauf zu und wählt einfach aus. Vorne kompletter Schutz, wenn ich angegriffen werde. Oder ihr werdet verfolgt. Kompletter Schutz vom Schild hinten. Ja, dass ich ausgerüstet bin. Habe ich wirklich erst später auch selber herausgefunden. Die Taste Kreis. Und mit der Taste habe ich auch erst später für mich herausgefunden, kann man offenbar auswählen, auch wieder natürlich alles mit der spitzen Taste, kann man alles immer auswählen, wie man so verfolgt wahrscheinlich, offenbar. Worauf man sich konzentrieren möchte, vielleicht Flaggschiffssysteme, erfasst Flaggschiffssysteme, dann werden die wahrscheinlich anvisiert. Habe ich wirklich später auch für mich gerade erst herausgefunden. Und ja, alles mögliche, letztes Ziel anvisieren, ja, dass man Bescheid weiß, was ist das letzte Ziel gewesen. Angreifer des Ziels. Und ja, viele Sachen. Raketen. Erfassen. Meine Staffel, alle Verbündeten anzeigen. So verstehe ich das jetzt, ja. Wusste ich selber wirklich auch noch nicht. Echt nice, weil vor allem sowas wie Flaggschiffssysteme, selber herauszufinden, wo sind jetzt diese Schwachpunkte, ist doof. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn man das auswählt, dass bei dem Flaggschiff jetzt dann alles angezeigt wird, was man angreifen muss, um es zu zerstören, ja, alle Schwachpunkte. Das bringt einen natürlich schon weiter, das müsste man schon früher wissen. Ja, aber sonst, wenn man Kreistaste einfach so drückt, passiert nichts. Also man muss die schon gedrückt halten, dann hat man diese Option, ja. Also hier wissen wir schon Bescheid, ist sehr wichtig auch im Spiel einfach. Da haben wir aber schon drüber gesprochen. Jetzt kommen wir zu den anderen Kampfsystemen.
Jedes Schiff kann man sich ja auch selber einstellen, was man dort für Funktionen hat bei seinem Schiff. Hier haben wir jetzt als Beispiel bei diesem Schiff nur mal als Beispiel. Hier seht ihr von den drei Symbolen, das linke ist bei diesem Schiff, ich zeige es dir nochmal. Das hier, ja. Da seht ihr, dass es zum Beispiel eine Art Reparatur geht. Ja, also unser Droide hinter uns kann dieses Schiff reparieren. Das macht man auf der L1-Taste. Ja, die ist immer dafür gedacht. Klar, okay, jetzt sind wir nicht verletzt. Die L1-Taste ist generell hier, wie in diesem Beispiel, halt für Reparaturen. Man kann aber auch sich Sachen kaufen, Funktionen auswählen, anstatt eine Reparatur gibt es dort, habe ich auch bei manchen anderen Schiffen zum Beispiel, dass man auch Minen abwerfen kann. Ja, das ist ja anstatt die Reparatur. Das ist dann auch einfach mit der L1-Taste. Wenn ein Gegner einen verfolgt, zack, habe ich auch manchmal gerne gemacht. Zack, wirft man da auch eine Mine ab. Oder wie in dem Falle repariert man einfach sein Schiff auf der Taste, ja. Mit einem Cooldown natürlich. Das Symbol in der Mitte ist eigentlich auch, also so wie ich auch gespielt habe, ist eigentlich generell immer so. Bei jedem Schiff ist das mittlere Symbol immer eine Raketenabwehrfunktion, ja. Und auch immer auf dieser Taste. Und zwar auf R3, ja. R3 hinten am Schaltknüppel, wie ich immer sage, ist immer für das Abwehren der Raketen gedacht. R3, müsst ihr euch merken, hinten, wo man immer mit dem Finger gut rankommt. Nebenbei, wenn ihr verfolgt werdet und eine Rakete verfolgt euch, ist immer R3 hinten mit dem Finger am Schaltknüppel die Abwehrfunktion einer Rakete. Ja, zack, 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 habt ihr gehört? Haben wir so eine Streukörper verteilt, dass sie abgelenkt wird. Ja. Das ist immer diese Funktion. Speziell gegen Raketen. Und zu guter Letzt, die rechte Seite, das rechte Symbol, ist natürlich selbstverständlich die Rakete. Die ist hier auf dem Schaltknüppel auf der Taste L3. Ja. L3, immer für Raketen gedacht. Drücken wir, ja, erkläre ich gleich. L3 für Raketen jeglicher Art. Wenn man das Ziel nicht ganz suchen kann, aber man denkt, man trifft gleich, kann man auch die Taste für die Rakete doppelt drücken. Bam! Und du schießt sie so oder so ab. Nur halt ohne Zielsucher-Funktion, ja. Klar, mit dem Schaltknüppel ist ja klar, dieses Hin und Her, dieses Drehen des Schaltknüppels ist halt einfach auch, sich mit dem Schiff zu drehen, ja. Damit kannst du einfach locker die Funktion nutzen, wenn du dich so, anstatt dich einfach nur so rumzudrehen, kannst du richtig schön fliegen, indem du nebenbei noch den Schaltknüppel auch noch drehst. Dann kannst du gleich so, zack, so eine Manöver starten. Hammergeil. Es ist einfach nur nice. Und zack. Miau. Hammer. Ja, es macht einfach viel mehr Bock. Also das gegen einen Controller zu vergleichen, einfach nur einen stinknormalen Controller, das ist, kannst du gar nicht. Der Controller braucht nicht mal antreten, ja, im Kampf. Kann er gleich vergessen. Also es ist unglaublich. So, wir haben den Gegner hier, wir drücken Kreis und können ihn anvisieren, ja. Das ist die Funktion noch zuzüglich noch bei der Taste Kreis. Bei X, keine Ahnung, da steht dann auch kein Ziel aus. Doch, hier. Hier können wir. Ach, wir können switchen. Wir können mit X switchen, die Ziele. Ah, okay. Nice, siehst du, habe ich selber erst da rausgefunden. Alles klar. Okay, also mit X können wir wechseln, die Ziele. Alles klar. Wisst ihr, bin ich manchmal auch ein bisschen durcheinander. So, aber wisst ihr Bescheid. Mit X können wir wechseln, mit Kreis können wir anwählen, abwählen die Ziele. Gute Sache. So, und an der Stelle war es auch schon gewesen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch weiterhelfen konnte, beziehungsweise, dass ich euch weitergeholfen habe. Hoffe ich wirklich sehr. Und falls ja, dann lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben. Wenn ihr nicht wollt, dann halt nicht, ne? Hör mal.
Und ich bringe das ja auch auf meinem Kanal raus. Deshalb für den deutschen VR-Gamer-Kanal. Falls ihr auch mal Bock habt, klar, VR-Games, ich zocke auch gerne, ich liebe auch VR-Games. Aber vielleicht sind die ein oder anderen unter euch auch dabei, die auch normale Games zocken gerne und vielleicht auch normale Games gerne dort auch mal zuschauen würden. Normale Let's Plays außerhalb von VR. Könnt ihr gerne, wenn ihr Bock habt, auf meinem Hauptkanal vorbeischauen. DNC ist auch verlinkt hier auf der Seite, auf Deutsche VR Gamer, auf dem Kanal. Meine Sprache ist wieder on point, Alter. Ich verhaspel mich wieder. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch bei mir vorbeischauen würdet auf dem Hauptkanal. Und da sind nicht nur Let's Plays, sondern auch lustige Videos, witzige Sachen, auch Reactions, GTA RP, Roleplay und so. Also viele Sachen mit bei, über 600 Videos. Und ja, da gibt's für jeden was. Genug, ne? Gut, an der Stelle verabschiede ich mich, bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen, Freunde. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao.